Ich zeige euch jetzt, wie man den PS mit elektrischem Gebläse auf Isobus-Steuerung aufrüstet. Wenn du einen Isobus-Aufrüstsatz bestellt hast, bekommst du ein Paket, wo wir im ersten Schritt jetzt schauen, was alles enthalten ist. Das Motormodul, der Seewellenmotor, die Steuereinheit, das Anschlusskabel, das Verbindungskabel zum Traktor, die neue Seewellenmotorabdeckung und die Umbauanleitung. Im nächsten Schritt demontieren wir die Gebläseabdeckung. Als nächstes klemmen wir das Gebläseanschlusskabel ab. Und ziehen das Kabel heraus. Als nächstes demontieren wir die Seewellenmotorabdeckung. Jetzt schnapp dir am besten einen kleinen Kreuzschraubendreher und klemme alle Kabel von der schwarzen Klemmleiste ab. Nun demontieren wir den Getriebemotor inklusive der Halterung. Dafür zwicken wir den Kabelbinder auf und lösen die drei Schrauben. Jetzt entfernen wir den Getriebemotor inklusive dem Anschlusskabel. Diese Teile werden später nicht mehr benötigt. Wir nehmen die Zubehörrolle ab und demontieren die Kunststoffhalterung an der Getriebemotorseite. Wir lösen die beiden oberen Behälterschrauben. An dieser Stelle wird im Anschluss das Motormodul mitgeschraubt. Jetzt montieren wir das Motormodul. Dieser Schritt ist zu zweit wesentlich einfacher. Nun klemmen wir das Gebläseanschlusskabel am Gebläse an. Das rote Anschlusskabel kommt an die Plusklemme, das ist die hintere. Und das schwarze Kabel kommt an die Minusklemme, das ist die vordere. Im nächsten Schritt montieren wir die zuvor demontierte Gebläseabdeckung. Dabei ist darauf zu achten, dass durch diese Ausnehmung das Kabel durchgeführt wird.
Jetzt montieren wir die Isobus Steuereinheit. Diese wird mit der zuvor demontierten Kunststoffhalterung für die Zubehörrolle mitgeschraubt. Für den nächsten Schritt benötigen wir den neuen Seewellenmotor, das kurze Anschlusskabel und die neue Abdeckung. Zum neuen Seewellenmotor ist zu erwähnen, dass sich auf diesem zusätzlich ein Drehzahlsensor befindet. Deshalb ist der alte Motor für eine Ansteuerung mit Isobus nicht mehr geeignet. Bevor wir den neuen Seewellenmotor am PS montieren, klemmen wir das Anschlusskabel an die schwarze Klemmleiste. Dafür legen wir das Kabel von dieser Richtung auf die Halterung und befestigen es mit einem Kabelbinder. Der Anschlussplan für die richtige Verkabelung befindet sich an der Innenseite der neuen Seewellenmotorabdeckung. Einer der vielen Vorteile des neuen Isobus-Systems ist jener, dass sowohl Geschwindigkeits- und Hubwerkssignale vom Traktor als auch von externen Sensoren verwendet werden können. Wenn in deinem Fall die Geschwindigkeit und Hubwerkssignale vom Traktor kommen, dann benötigst du diesen Stecker nicht. Montiere diesen mit einem Kabelbinder an der Halterung, damit dieser unter der Abdeckung geschützt ist. Möchtest du einen externen Geschwindigkeits- und oder Hubwerkssensor verwenden, dann darfst du dieses Kabel hier nicht fixieren, sondern wir führen es nach der Montage später aus der Getriebemotorabdeckung heraus. Jetzt montieren wir den Getriebemotor samt dem Kabel wieder mit den drei Schrauben an den PS. Nun klemmen wir das Anschlusskabel des Motormoduls und, falls vorhanden, die anderen Sensoren wieder laut Anschlussplan im Deckel an die schwarze Klemmleiste. Im nächsten Schritt montiere ich den Deckel. Dabei sollen die Kabel mit den mitgelieferten Gummitüllen bei den Ausschnitten des Deckels herausgeführt werden. Im nächsten Schritt verbinden wir den Stecker mit der violetten Kappe mit der Isobus Steuereinheit. Dafür lockern wir diese Schraube und nehmen die Abdeckung herunter. Damit das Kabel einen sicheren Halt hat, wird es an dieser Stelle mit einem Kabelbinder und an dieser Stelle mit zwei Schellen fixiert. Diese Schellen sind bereits am Deckel vormontiert.
Zum Anschluss des zweipoligen Leistungssteckers wird die Haltelasche demontiert. Anschließend wird das Kabel zusammengesteckt, die Staubkappen zusammengesteckt und die Haltelasche wieder montiert. Wie zuvor bereits erwähnt, kann an diesem Stecker, falls vorhanden, ein externer Geschwindigkeits- oder Hubwerkssensor angeschlossen werden. Zum Abschluss der Umrüstung muss noch das Gerätekabel verbunden werden. Dafür wird dieser Stecker noch am freien Stecker am PS montiert. Und dieser Stecker wird an die Traktor-Isobus-Steckdose angeschlossen. Der Umbau ist jetzt abgeschlossen. Als letzten Schritt zeige ich euch noch die erste Inbetriebnahme. Je nach Traktortyp kann es bis zu 5 Minuten dauern, bis die Anwendung vollständig hochgeladen ist. Sobald die Anwendung vollständig hochgeladen ist, müssen wir die Ersteinstellungen durchführen. Dafür halten wir 5 Sekunden die Set-Taste. In diesem Menü ist einzustellen, welcher Streuer am Gerät angebaut ist, beziehungsweise mit welchem Gebläse. Im ersten Punkt wählst du dein Modell aus. Dabei unterscheiden sich die Einstellungen zwischen E und H. E steht für elektrisches Gebläse, H steht für hydraulisches Gebläse. Im zweiten Schritt wählst du aus, welches Gebläse dein PS hat, elektrisch, elektrisch plus oder hydraulisch. Wenn du die Ersteinstellungen durchgeführt hast, drückst du OK. Anschließend wird die Anwendung neu gestartet. Ein detailliertes Video zur Menüführung findest du auf unserem YouTube-Kanal oder verlinkt in der Videobeschreibung. Die Aufrüstung auf Isobus ist hiermit abgeschlossen. Weitere Details findest du auf apv.at und auf unseren Social Media Kanälen. Bis bald!